Ich, boah, sowas pendig. Und da unten stehen noch welche. Ja, einer ist noch da hinten. Komm aus deinem Versteck raus, du Ratte. Ja. Okay, dann zurück zum Auto. Uiuiui. Ja, aber dann ist mein Scope, ist mein Maschinengewehr weg. Da habe ich keinen. Habe ich keine Lust drauf. Oh, warte mal, wir haben hier eigentlich alles mitgenommen. Hab ich das schon? Oh, Schnellreise. Gut, gut. Okay, dann ab in. Erstmal Munition krapschen. Ab ins Auto. Dann gehen wir hier hin. Und als nächstes dann dort die zwei. Sollten Sie auch. Ich mag herzliche Begrüßungen. Weggabelung voraus. Ja, jetzt gehen wir einmal zum markierten Punkt. Ah, okay, warte mal, hier. Unterstützung wollt, solltet ihr diese Raketenstellungen ausschalten. Raketenstellungen, Schatz. Immerhin ist seine Wäsche nicht auf der Liste. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Wahrscheinlich wieder mit springen. Kletter, kletter, kletter. Oh ja, ein Fernsteuerauto. Übungsfalle. Okay, hier waren wir. Das haben wir kaputt gemacht. Dann können wir da wieder runter. Ohne mir Schmerzen. Aua. Zuzufügen. So, dann fahren wir zu dem Ding. Machen das kaputt. Wenn wir mal wieder nach Patrouillen gucken. Jemand hat sein Boot vergessen. Obwohl, da vorne ist auch noch was. Ist vermutlich schon seit Jahren hier. Da drücke ich eigentlich Steuerung, deswegen fahre ich nicht schneller. Mehr oranger Rauch bedeutet mehr Vorräte. Oh, zweites Kabum-Auto kann man bestimmt rauchen. Besser. Okay, dann ab ins Auto und dann zum nächsten Dingens. Ziele gesichtet. Ruhig. Nee, das ist zu weit weg. Ich könnte ans Steuer. Ja, das steht dir so gefallen, ja. Hier gewährt die Kiste holen und dann drehen. Wie ein Kontrollpunkt aus. Ja, er blockiert den SAS-Versorgungssystem. Noch ein Lager. Hier draußen gibt es mehr Pantheon, als ich gedacht hätte. Ist zu riskant. Greife
Du Scheiße. Ja, bin ich gar am Arsch. Jetzt haben wir damit noch weniger auf den Sack. Glaube, das ist es. Achtet auf ein weiteres Pantheon-Depot. Ja, ich habe illegal abgekriegt. Sag ich mal, wie sich das anfühlt. Arsch. So. Macht Spaß, aber ich nehme die nicht mit. So. Ich höre so eine Kiste. Schloss knacken. Ah, wieder so ein Heuchgerät wahrscheinlich. Oh, let's go. Geil. Tag 2. Patient A. Moneten. Wollte fliehen. Moneten. Wir haben ihn gefesselt, aber er verlangt nach seinem Bruder. Der Doktor schlägt einen Tausch vor. Sein Bruder für seine Kooperationsbereitschaft. Oder gegen Kooperation. Meinst du, die Brüder waren Zivilisten? Schätze, politische Gefangene. Pantheon opfert kein Personal für experimentelle Studien. Hm. Das glaube ich auch nicht. Ah. Na gut, dann gucken wir noch ein bisschen nach Moneten. Ich sehe hier keine Moneten mehr. Nein, wo ist das Scharfschützengewehr? Die Pantheon-Gruppe hat an Menschen experimentiert. Ich wüsste. Ja, das bei dem Arsch da? Hallo, Minigun-Typ. Dank. Und warum? Aus Großzügigkeit? Krieg hat einen Preis. Das weißt du. Krieg hat einen Preis. Erinnere mich dran, dir den Scheck mit deiner Ehrenmedaille zu schicken. Oh. Der MI6 weiß nichts über das Pantheon. Bist du sicher, dass das hier nicht nur Söldner waren? Bin ich. Wir sind im Vorteil. Beeindruckend. Ich dachte immer aus, wenn ich da zwei der Typen abknippe. Seht ihr das? Da drüben ist ein Dorf. Laut SAS ist es besetzt. Noch ein Pantheon-Lager. Hätte nichts gegen einen kleinen Besuch dort. Hm. Ja, den Mörser ausprobieren. Verstanden. Die Mörser haben kurzen Prozess gemacht. Das habe ich auch. Okay, da wollte man eigentlich gar nicht hin, weil wir schon da sind.
Können wir die auch ausknipsen? Uiuiui. Welcher Sack? Warte. Ja, in der Gau, hier gibt es ein Safe, glaube ich. Das Geld, danke. Arsch. Kann den Fernseher nicht kaputt machen, schade. Darauf, ja. Ja, jawohl. Kommst du ja wohl ein Stück vor, oder? Ah, ich höre wieder so eine Kiste. Die ist hier. Noch ein Depot. Gut gemacht. Tag 3. Beide Brüder sind im selben Labor. Wasserstand verfügbar. Kooperativ. Patient B. Inhalation ist leichter zu behandeln. Nach Erhöhung seiner Dosis kam es zu Gewalt. Und was zur... Der Doktor! Wo den Doktor! Die haben die Brüder zusammengelegt. Und dann was? Juba!
gibt's ein paar Kur-Action. Wow. So, dann zum Auto noch. Fahren wir die Station da kaputt mal. Da. Tabak. Ja. Alle Tabak in der Buschen. Feinde im Visier. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Ah, die sind schon weg. Keine Angst. Da drüben ist noch eine Raketenstellung. Jetzt angreifen oder später? Deine Entscheidung, Case. Darf mich schießen? Gar nicht so schlecht. Noch eine Raketenstellung übrig. Gladney wird euch noch ins Herz schließen. Aber du weißt ja, nach Moneten gucken. Okay, eine Raketenstellung noch übrig. Dann gehen wir jetzt Basis zurück, fahren die Route hier ab. Sind auf dem Weg zurück ins Lager, Gladney. Ja, da ist was trinken. Jetzt trinken das alle. Okay. Nimm doch da lang. Vorstellbar, dass ein Fluss durch diesen Canyon floss. Zeit verändert alles. Ich sehe noch eine Vorratslieferung. Ja, da gehe ich ja gerade hin. Oh, weil es ein Kabumbum-Auto gibt. Ah, festhalten, wir machen GTA hier, Monster Stunt und so. Oh. Gladney hat ein Gebiet in der Nähe markiert. Sollen wir uns das ansehen? Ja. Natürlich sehen wir uns das an. Da gehen wir jetzt auch rein. Alle. Wir wurden entdeckt. Splittergranate kommt. Wir unterwegs. Hui. Erledigt sie. Oh ja. Oh.
unterwegs. Nicht zurückweichen! Geld. Okay, da oben ist einer. Hervorragende Leistung, Leute. Gladney, wir haben alle feindlichen Lager ausradiert. Ach, ich könnte dich küssen, Bark. Das kam unerwartet. Ihr seid nah meiner Position. Ich bin oben auf den Ruinen, falls ihr Unterstützung braucht. Ich komme ja gerade hoch, warte. Ich muss hier gerade nur so Warzone-mäßig eine Abkürzung nehmen. Vorsicht! Die Sicherheit rund um diese Skatstellung wurde verstärkt. Ach stimmt, die Dinger muss ich auch noch kaputt machen. Hinten das noch. Hier müssen wir noch kaputt machen, die ist erledigt. Weil, also hier müssen wir noch ein paar Sachen kaputt machen. Das kriegen wir hin. So, Kollege, wo bist du? Da. Delta, ihr habt es geschafft. Ich habe Feindpositionen. Seht sie euch an. Das könnte andere alarmieren. Wir könnten einen Mörser draufschmeißen. Warum weg? Au, du Sack gerade. Töte ich die anderen drei auch noch, oder? Sieht aus, als hättet ihr meine Hilfe nicht gebraucht. Oh, ein bisschen Bernstein-Action. Die da noch unter den Felsen rum oder was? Ich
aber geschissen auf den Typ. Okay, wir sind hier, das haben wir erledigt. Gehen wir da als nächstes hin. Geh mal weg, Kollege. Ich würde nicht schießen. Guter Schuss. Wir sind sicher. Oh, nur Patrouille. Ah, sorry. Ich hatte es gerade ein bisschen eilig, sonst hätte ich Google gefressen. Die Iraker sind in der Nähe. Haben wir doch gerade eben schon, oder nicht? Ja, hier waren wir gerade. Dann ab ins Auto und aber mal nachladen. Und weiter geht's. Ah, da sind wir in der Anfangskatzin durchgefahren hier. Da, Vorräte voraus. Die stehlen unsere Vorräte. Das war ja mal mies. Okay, dann fahren wir hier hin, danach hier hinten und da rauf. Da vorne ist die letzte Rakete. Vorgeladen. Mörserschlag wartet auf Einsatzbefehl. Wir sind aufgeflogen. Ziel markiert. Die Mörser haben großen Prozess gemacht. Wir können noch nicht zurück zu Basis. Wir müssen noch was kaputt machen.